Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Das ist die nächste Episode meiner VR und AR Weekly News, Kalenderwoche 20, 2023. Und wenn ich jetzt während dem Video einschlafe, dann verzeiht mir das bitte. Ich bin gerade gelandet, deswegen erstmal sorry, dass die News ein bisschen später kommen als sonst. Ich bin gerade frisch aus San Francisco wieder eingeflogen. Quasi, wie viel Uhr haben wir jetzt? Ja, vor einer halben Stunde war ich noch in der Luft. Ja, und jetzt bin ich schon hier am Start. Und zeige euch die Weekly News. Ich kann euch leider nicht verraten, warum ich in San Francisco war. Noch nicht. Ja, das ist halt einfach verboten. Das darf ich halt einfach nicht, ja. Aber das war einfach so geil. Ich bin immer noch so geflasht. Ich habe immer noch so einen absoluten Hype irgendwie, weil das einfach so das Coolste war, was ich in den letzten vielen Monaten, Jahren vielleicht sogar erlebt habe bezüglich VR. Also nicht jetzt nur wegen dem, was ich gesehen habe, sondern auch wegen der Community da und all so ein Kram. Das hat mir jetzt wirklich nochmal so einen richtigen Push gegeben. Ja, also wundert euch nicht, wenn alle in Zukunft nochmal ein bisschen Power bei mir auf dem Kanal kommt. Ah, um was ging es nochmal? Achso, ja, die Weekly News. Alles zum Thema VR und AR. Und was gab es noch immer in den Weekly News? Ich glaube hier Sales und so und Releases, genau. Danke an meine Sponsoren Woodghost VR, Oppermann Events, Virtual Escape, Slim Beats und JSOX. Viel Spaß mit den Weekly News und los geht's! Voodoo.de. An alle Fans von Schleichspielen oder Schleichabenteuer, Hello Neighbor, das kennt ihr vielleicht schon, das gibt's schon auf Flat Gaming quasi und das kommt jetzt sehr bald für VR und zwar auf allen wichtigen Headsets und zwar auf der PlayStation VR 2, auf der Quest 2 und auf Steam VR. So lobe ich mir das, so muss das sein, alle Plattformen, zack, zack, zack. Und zwar kommt das am 25. Mai schon, das ist nicht mehr lange, ne, das ist quasi gar nicht mehr lange. Ich denke mal, das werde ich zeigen. Ich bin ein bisschen hinten dran jetzt, dadurch, dass ich jetzt nicht da war. Es sind noch so viele Spiele, die ich zeigen muss. Uiuiui. Ich muss gucken, ich werde das auf jeden Fall alles noch zeigen. Aber da freue ich mich drauf. Ne? Da muss man ja so ein bisschen schleichen. Ne? Da musst du gucken, dass sich dein Nachbar nicht erwischt und all sowas. Und ich bin gespannt, wie sich das alles in VR anfühlt. Wir werden es bald sehen. Augmented Reality. Habt ihr einen Tesla? Dann schaut euch das hier mal an. Und zwar hat die Firma Wayray AR Tech in ein Tesla Model 3 ein Augmented Reality Hub eingebaut. Und da könnt ihr zum Beispiel, ja, natürlich das Standardzeug Navigation anzeigen lassen und so. Aber man kann zum Beispiel für den Beifahrer da auch so Spiele einfügen, ne? Dass er zum Beispiel irgendwie seinen Kopf so hin und her bewegt und dass dann hier so ein Raumschiff dann links und rechts sieht oder all so ein Zeug. Das kannst du dann machen. Du kannst aber auch zum Beispiel Songtexte dann auf die Frontscheibe projizieren, sodass du dann mitsingen kannst und all so ein Kram. Ne? Das ist völlig irre. Und ja, das haben sie halt hier eingebaut in das Cockpit von dem Model 3. Und wenn man auf die Webseite mal geht, dann wird das nochmal ein bisschen genauer hier erklärt. Da hast du halt hier die Navigationslinie. Hier ist mittendrin ist noch Entertainment und dann aber auch, ja, dass du vor Fußgängern gewarnt wirst und so. Das ist schon echt cool. Leider steht jetzt hier nicht, was das kostet, ob man das schon in sein Auto einbauen lassen kann oder so. Im Moment ist das alles noch in der Schweiz und ich bin mal gespannt. Also das würde ich natürlich gerne mal ausprobieren und mach's einfach den Autopilot an und dann ab geht's mit Zocken während der Fahrt. Ach du Scheiße. Nee, ich bin mal gespannt. Ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Dieses ganze Augmented Reality in Autos habe ich immer nur von gehört, aber nie selber ausprobiert. Bin mal gespannt. Ja, Sony hat endlich nachgegeben und man kann jetzt die PlayStation VR 2 auch außerhalb vom PlayStation Store bestellen, zum Beispiel hier auf Amazon. Und das haben mich so viele Leute immer gefragt, auf Discord und alles.
kann ich das nicht auf Amazon einfach bestellen? Weil ja gut, man weiß natürlich, die haben da schon guten Support. Ne? Wenn da mal irgendwas ist, dann schickst du das einfach zurück und so. Die machen ja da kein Hickhack meistens drum. Und ja, jetzt könnt ihr das auf Amazon bestellen für 600 Schleifen. Krass, oder? Unter dem Video findet ihr den Link. Und dann könnt ihr euch das kaufen. Ich finde die PlayStation VR 2 immer noch gut. Ne? Das ist nicht die absolute Perfektion, aber ich finde es auch nicht ganz so schlecht. Ne? Also ich bin zufrieden, ich mag das Ding eigentlich. Ist zwar jetzt nicht das allerkrasseste Zukunfts-Headset, aber ja. Hier in den USA gibt es übrigens auch, ne? Für 550 Dollar. Bei uns kostet 600 Euro, ist halt so. Und ja, dann könnt ihr mal schauen, ob ihr das kauft. An alle Fans von Dungeons and Dragons. Das hier könnte wirklich cool sein. Und zwar kommt das sogenannte Dungeon Full Dive, kommt in VR später dieses Jahr. Und da könnt ihr, das ist nicht nur einfach ein Spiel, sondern quasi auch so eine Art Sandbox. Ihr könnt nämlich eigene Welten erstellen, eigene Quests, sogar eigene Charaktere. Und das könnt ihr dann alles zusammen zocken mit euren Freunden und natürlich dann auch die Welt erkunden und so. Seht ihr, hier könnt ihr dann alle möglichen Sachen erstellen und so. Und ja, das ist dann wirklich quasi wie so ein Tabletop-Spiel mit den Regeln von Dungeons and Dragons natürlich. Ja, wie gesagt, das kommt irgendwann später dieses Jahr. Noch nicht ein genaues Datum. Ihr könnt euch aber schon für eine Alpha anmelden in dem Link hier von dem Artikel von VR Scout. Und dann könnt ihr das zocken. Das Ganze soll auf Steam VR rauskommen. Das finde ich natürlich jetzt umgekehrt ein bisschen schade. Ne? Also klar bin ich natürlich ein PC-VR-Fan. Aber umgekehrt finde ich es auch wichtig, dass es auf allen Plattformen rauskommt. Ne? Also warum nicht auch auf der PlayStation VR 2 und der Quest? Ja? Bitte immer auf allen Plattformen. Das wäre ein Traum. Vielleicht kommt da ja noch was. Dungeon Full Dive, genau. Jetzt kommt der Knaller. Also finde ich jetzt irgendwie. Und zwar Palmer Lucky. Den kennen wir sicherlich alle. Der ist quasi daran schuld, dass wir jetzt VR machen können. Ne? Der hat diese zweite Generation von VR-Brillen ins Laufen gebracht. Und dafür bin ich dem natürlich unendlich dankbar. Ich glaube, ohne den würde ich dieses Video gar nicht machen, schätze ich mal. So, und der hat jetzt tatsächlich die Möglichkeit gehabt, einen frühen Prototyp der Apple AR oder XR-Brille auszuprobieren. Und er sagt, sie wäre so gut. Krass, oder? Ich meine, klar, er ist ja der Founder damals von Oculus und irgendwie ist das ja auch so ein bisschen Competition, sage ich jetzt mal. Was heißt Competition? Wettbewerb. Ey, ich kann schon gar kein Deutsch mehr. Da bist du mal 4 Tage in den USA, dann kannst du schon kein Deutsch mehr. Manchmal suche ich die Wörter noch. Oh Mann, oh Mann. Nee, auf jeden Fall finde ich das gut, dass er da so gute Worte drüber verliert. Ne? Ich bin mal gespannt. Und er sagt, das Headset wäre natürlich schweineteuer. Das wird ja sicherlich irgendwie 3000 Dollar oder Euro kosten und so, ne, für 99% von uns wird das uninteressant und viel zu teuer sein. Aber er sagt, damals hat ja Oculus ungefähr auch so damit angefangen. Die wollten so ein Flaggschiff haben und die Rift 1 war ja auch nicht so günstig mit den ganzen, wenn du dann noch die ganzen Tracker dabei hattest. Ja, damit fängt man halt an, sagt er, dass man erst die Leute neugierig machen kann, ohne dass sich das jeder leisten kann und dann irgendwann die zweite Generation billig auf den Markt bringt, so das Interesse ein bisschen wecken. Ja, scheint eine gute Strategie zu sein. Ich bin mal gespannt. Ja, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das realisieren soll, mit dem Apple-Headset. Ich würde es mir tatsächlich holen, um euch das zu zeigen. Aber ich habe ja gar keine Ahnung von Apple. Ja, du brauchst ja wahrscheinlich irgendwie ein MacBook oder wie die Dinger heißen dafür. Ich kann das einfach nicht. Ich kann das einfach nicht. Soll ich mir jetzt ernsthaft schon mal ein MacBook holen und damit schon mal ein bisschen üben oder wie soll ich das machen? Kann man sich das leihen? Kann mir einer eins schenken, bitte? Hat einer noch ein MacBook Pro oder so übrig? Komm schon, Leute. Ach, ich würde so gern wenigstens mal ein bisschen damit rumspielen. Ich habe ein iPhone, aber das ist ja mittlerweile wie Android, da ist ja kein Unterschied mehr. Aber so ein MacBook ist schon ein bisschen anders als ein Windows-PC, finde ich. Naja, irgendwie werde ich es irgendwo irgendwann mal zeigen, ne? Denke ich mal. Wir werden sehen. Ich freue mich auf das Apple XR-Headset. Von Meta gibt es ja schon so ein System, ja, so ein Augmented Reality-System, wo man so ein bisschen zusammenarbeiten kann. Horizon Workrooms. Ja, und jetzt gibt es das aber auch von
einer anderen Firma. Und zwar nennt die sich Campfire. Und das Ding nennt sich Holographic Collaboration System. Und da können wir in 3D-Content zusammenarbeiten. Und das geht nicht nur mit einer Augmented Reality-Brille, sondern auch zum Beispiel auf Apple-Geräten oder auf PCs, vielleicht auch auf Smartphones. Ne? Auf dem PC geht es dann natürlich mit Maus und so, dass du das dann so steuern kannst. Und jeder, der da mitarbeitet, wenn zum Beispiel 4 Leute da in dem 3D-Modell mitarbeiten, die werden dann als virtuelle Avatare dargestellt, sodass du die auch siehst. Ne? Du kannst dann, du siehst die Mimik und alles dann, je nachdem, was du für ein Headset hast und so und Kamera und alles. Und dann kannst du da zusammen 3D-Content bearbeiten. Das ist ja richtig geil. Ne? Also das ist natürlich aufwendig, da ist viel Technologie da hinten dran, damit die Avatare und alles getrackt werden können. Aber guck mal, du kannst dann hier zum Beispiel so ein bei Autodesign und alles Mögliche kannst du da mitmachen. Und das ist richtig cool. Das ist natürlich nichts zum Zocken, das ist Business, Industrie und so, ne? Aber Hammer! Ich finde das toll, sowas. Oh, guck mal, hier ist sogar schon mit dem Smartphone alles. Richtig cool. Guck mal, hier sieht man das sogar, das wird an Smartphone gemacht und dann mit einer Kamera da positioniert. Damit das alles getrackt werden kann, logischerweise. Und das Problem ist, das kostet einfach mal 15.000 Dollar pro Jahr. Ha! Das Starter-Kit. Ist das krass? Könnt ihr aber hier in der EU auch schon bestellen. Boah, das würde ich ja gerne mal ausprobieren. Richtig cool, ne? Vielleicht habt ihr irgendeine Firma oder so, wo das mal interessant ist. Würde ich gerne mal sehen. Campfire. Und zwar gab es eine Stellenanzeige von Valve höchstpersönlich. Guckt euch das mal an. As Founder and Principal Consultant for bla bla bla, advised the Valve Corporation on Architecture Definition for Displays and Optics for Next Gen Valve Index. Ja, damit ist ja im Prinzip endlich mal offiziell bestätigt, dass es eine Index 2 gibt. Und auch noch Steam Deck Product. Vielleicht gibt es ja doch zwei Headsets, ne? Also irgendwas mit dem Steam Deck und irgendwas mit einer Valve Index 2. Keine Ahnung. Aber das ist schon krass, oder? Dass das jetzt mal so offensichtlich gepostet wird. Boah, ich würde ja so gerne da mal so mitarbeiten, ne? Bei so der Entwicklung von einem Headset und dann vielleicht sogar mittesten und so. Ich hab das ja damals bei der ersten Pimax 8K gemacht. Wisst ihr das noch? Da habe ich ja wirklich beim ersten Prototyp mitgemacht bei Pimax. Es hat mir richtig Spaß gemacht, auch wenn Pimax natürlich die chaotischste Firma in der Hood ist. Aber irgendwie war das auch cool, ne? Und ich tue ja immer noch gerne den ganzen Kram da von Pimax testen. Das macht mir einfach Spaß. Ich mache alles durch die Reihe, teste ich ja. Ja, Valve, bitte einmal einen Prototyp schicken. Und bei Samsung geht es auch schon weiter. Ist das nicht krass, was hier alles abgeht? Wir haben ja vor kurzer Zeit mal gehört, dass Samsung sogar zusammen mit Google irgendwas plant, so ein XR-Headset oder etwas in der Art. Und guck mal, Samsung hat jetzt die Firma Imagine gekauft. Und was machen die? Micro-OLED-Displays. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Wo haben wir auch ein Micro-OLED-Display? Richtig, in der Big Screen Beyond. Und das sah so fucking gut aus. Dieses kleine Mini-Display. Ne? Wenn die jetzt noch hinkriegen, irgendwie das Sichtfeld zu vergrößern und das auf so einem kleinen, das wäre dann die Zukunft. Ne? Ich bin so gespannt, was da von Samsung noch kommt und so. Aber auf jeden Fall klar, OLED-Micro-Displays sind erstmal die Zukunft für VR und AR. Da bin ich gespannt, was da noch alles kommt. Wann da jetzt irgendwas von Samsung kommt, das kann natürlich noch lange dauern, wenn die jetzt erstmal diese Firma gekauft haben. Ne? Also dieses Jahr garantiert nicht. Aber nächstes Jahr, vielleicht kommen dann schon ein paar Infos von Samsung. Und dann gibt es noch ein Update für MetaQuest. Und zwar die Version 54. Was kann die? Die kann Folgendes. Und zwar könnt ihr die Home Environment ändern. Ihr könnt diese Skybox, also den Himmel quasi, könnt ihr ändern. Ihr könnt sogar euren eigenen einfügen, ne, dass das alles natürlich so aussieht, wie ihr das wollt.
Und dann gibt es noch In-Headset-App-Notifications. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in einem Spiel drin seid, dann könnt ihr aus einem Messenger könnt ihr dann Nachrichten anzeigen lassen und da auch zum Beispiel wechseln in den Nicht-Stören-Modus, ne, oder auch die Nachrichten ganz deaktivieren oder so für verschiedene 2D-Apps, die dann so ein Overlay dann bilden quasi. Und das ist schon ganz cool, ne? Kannst du noch länger in der VR-Welt bleiben. Und das nächste ist noch, dass die Quest Pro-Controller verbessert werden, das Tracking davon. Ne? Das soll genauer noch werden und so. Ja, und das Update wird jetzt in Wellen auf alle Headsets ausgerollt. Ziemlich cool eigentlich. So, und dann zunächst erstmal vielen Dank an meinen neuen Supporter, den Mercus 82. Vielen Dank, du kriegst jetzt hinter den Kulissen-Videos eine Spezialrolle auf meinem Discord, frühen Zugang zu meinen Videos und auch Gewinnspiele auf meinem Discord. Ja, viel Spaß damit. Und jetzt schauen wir uns mal die Releases an diese Woche. Ich muss noch kurz nebenbei noch diese andere E-Mail von Pico öffnen, damit ich die gleich habe. Auf Steam haben wir Star Raver. Das ist ein Multiplayer-Musik-Rhythmus-Spiel. Kostenlos. Zumindest ja, so ein paar Sachen. Da gibt es natürlich noch In-App-Käufe. Dann Humanity. Das ist ein ziemlich verrücktes Spiel. Man hat quasi Horden von Menschen, die laufen einfach stumpf rum. Das ist quasi so ein bisschen wie Lemmings, nur mit Menschen halt. Das Spiel habe ich schon ein bisschen länger. Ich habe es einfach noch nicht geschafft, das zu zeigen. Kommt irgendwann bald. Wirklich. Dann Thalassic, das ist ein Unterwasser-Horrorspiel, Survival-Spiel, kostenlos. Morals Homestead, das habe ich ja schon mal gezeigt, das fand ich eigentlich ganz cool. Das ist so ein Abenteuerspiel, wo man auch so ein bisschen sammelt, ein bisschen farmt und all so ein Zeug. Ziemlich chillig, das ist jetzt in der finalen Version rausgekommen. Firmament, das habe ich damals supported auf Kickstarter, da habe ich auch meinen Steam-Key jetzt bekommen. Habe ich auch noch keine Zeit gehabt, das zu zocken. Das zeige ich definitiv bald, auf jeden Fall. Und dann Death Horizon Reloaded, Zombie-Shooter. Das gab es schon länger auf der Quest 2. Und das gibt es jetzt auch auf dem PC. Dann gibt es noch Emmeline, The Ghost of White Willow. Und das ist ein Horrorspiel. Sieht ziemlich freaky aus, diese ganzen Szenen hier. Könnte man eigentlich auch mal versuchen, ne? Dann auf der Quest haben wir Ruby Goldberg Workshop. Ja, das sind diese Maschinchen hier, die dann irgendwie auch physikalisch funktionieren müssen. Da müssen wir eine Kugel auf die andere Seite bringen und so. Da müsst ihr halt so ein bisschen um die Ecke denken. Und dann auf der PlayStation VR 2 haben wir Brain Beats. Das ist ein VR-Musik-Rhythmus-Spiel. Genauso wie Rhythm Planet. Das ist auch ein Spiel, wo du ja viel mit Musik hast und Rhythmus. Da gibt es ja so viele Spiele von mittlerweile. Und auch Humanity, auch für die PlayStation VR 2. Und, was ich am coolsten diese Woche finde, tatsächlich Red Matter 2. Eins der coolsten VR-Abenteuerspiele. Auch so ein bisschen Horror mit dabei, ne? Das ist jetzt auch für die PlayStation VR 2 draußen. Das müsst ihr einfach zocken, das ist geil. Das waren die Releases diese Woche. Moment, nicht ganz. Ich habe ja noch die E-Mail von Pico. Da habe ich jetzt leider keine Bilder oder sonst irgendwas zu. Ich habe einfach nur die Namen. Aber zumindest kann ich es euch sagen, bis dann irgendwann die Webseite rauskommt. Und zwar haben wir einmal Rampage VR. Das ist ein Roguelike RPG-Abenteuer. Dann haben wir einmal Cookout. Das ist so ein Kochspiel. X-Fighter. Da steht jetzt leider nichts dazu, was das ist. Hört sich irgendwie an wie so X-Wing oder was, keine Ahnung. Teleport, Iceland Demo und Mobius, A Cycle of Nightmares. Hört sich an wie ein Horrorspiel. Also bei manchen steht leider nichts dabei jetzt. Aber zumindest wisst ihr, dass das rausgekommen ist, das wollte ich euch noch sagen. Ja, das waren die Releases diese Woche. So, und dann schauen wir uns natürlich noch die Sales diese Woche an. Auf Steam gibt's Creed, Rise to Glory, Boxen, zack, 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 50% günstiger. Ist aber nur noch bis zu, die Spiele auf Steam sind nur noch bis zum 22.05. Im Sale, also überlegt nicht zu lange. Dann haben wir Dead Effect 2 VR, das ist auch ein toller Horror-Zombie-Shooter, gefällt mir super gut. 75% günstiger.
Arizona Sunshine in meinen Augen immer noch eines der besten Zombie-Abenteuerspiele, die ihr auch Koop zocken könnt. Ich liebe Arizona Sunshine immer noch. 67% günstiger. Dann Racket NX, das finde ich auch super toll. Das ist so ein Squash-Spiel, das kannst du auch im Multiplayer spielen. Kriegt ihr 60% günstiger. Dann auf der PlayStation VR 2 kriegt ihr Pistol Whip. Das ist so ein Musik-Shooter. 20% günstiger. Garden of the Sea, eine chillige Gartensimulation, 20%. Jurassic World Aftermath, ein Zombie. Ein Dinosaurier-Abenteuer, 20% günstiger. Und Lemel Body Combat, ja, kämpfen, zack, 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 20% günstiger. Und guck mal da, was ich noch gefunden habe. Fanatical, da könnt ihr euch euer eigenes Quest-VR-Bundle zusammenstellen. Ne, zum Beispiel kriegt ihr zwei Spiele für 22 Euro oder 10 Spiele für 95 Euro. Da könnt ihr euch welche aussuchen. Da sind natürlich auch richtig gute dabei. Hier Sorrento oder Creed habt ihr dabei, Zombieland, Death Horizon Reloaded, ne? Gadget hier ist auch toll, Hitchhiker fand ich auch gut, Jupiter Grad, ne? Also da könnt ihr mal gucken, ist sicherlich für einige was dabei. Und dann von Pico muss ich jetzt mal wieder diese E-Mail gucken, da gibt es dieses Dingens hier, Moss Bundle ist nochmal der Sale verlängert worden, aber da müsst ihr sehr, sehr schnell sein. Das läuft nämlich heute aus. Ich weiß nicht, ob es schon sogar schon weg ist, wenn ihr das guckt. Und auf The Walking Dead 1 kriegt ihr 15% Discount. So sieht's aus. Ja, das waren die Weekly News diese Woche. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Schlafen. Ich gehe schlafen, Leute. Ich bin todesmüde. Ich weiß gar nicht, sieht man das an meinen Augen eigentlich wahrscheinlich schon, ne? Holy shit. Also, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Voodoo.de